Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für die nächsten 2 Wochen. Den Zeitraum, der am 14. Oktober beginnt und bis zum 27. Oktober geht. Ich werde die Legung ab jetzt 14-tägig machen und ich möchte mich noch herzlich für eure Kommentare bedanken in der letzten Zeit. Die ganzen Hinweise und auch der Zuspruch und euer Verständnis, das hat mir sehr geholfen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt wieder die Videos für alle Sternzeichen zu machen und bin schon sehr gespannt, wie diese Legung jetzt sein wird und welche Energien sich für euer Sternzeichen in den nächsten 2 Wochen zeigen. Ja, wir haben in der nächsten Zeit am 17. Oktober einen Vollmond und bis dahin verdichten sich die Energien und danach werden sie wieder entspannter. Liebe Fische, wir wollen uns ansehen, wie eure nächsten Tage, 2 Wochen werden. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen, ja, die Zeit für die Fische, für das Sternzeichen Fische ansehen. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann beginnen. Was haben wir hier? Der Gehängte. Der Gehängte ist eine Energie, bei der es um Selbstreflexion geht, ne? Man denkt über eine Situation nach und ist auch ein bisschen unschlüssig und ratlos am Anfang, zunächst erstmal. Aber der Gehängte birgt das Potenzial, dass man hier etwas sehr Wichtiges verstehen lernt und den Sinn und Zweck einer Situation, in der man ist, auch verstehen lernt. Vielleicht zeigen sich gewisse Schwierigkeiten oder Blockaden, die aber auch durchaus einen höheren Sinn haben. Und diesen verstehen zu lernen, darum geht es in dieser nächsten Zeit. Es kann auch einfach sein, dass du sehr viele Optionen hast, ne? Lieber Fisch, was du jetzt, auf was du dich konzentrieren solltest, was jetzt wichtig ist und dass du dich diesbezüglich nicht ganz entscheiden kannst angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten. Und auch hier geht es viel darum, nicht zu voreilig zu handeln, nicht zu schnell zu reagieren, sondern sich inspirieren zu lassen und schauen, ja, was einem wirklich wichtig ist, was man wirklich möchte und aus welchen Gründen auch, ne, dass man einfach die Tiefe hinter der Situation verstehen lernt und dadurch auch ja eine neue Perspektive einnehmen kann, die ein bisschen über die eigene Ego-Perspektive hinausgeht. Ja, angesichts dieser Vielzahl an Möglichkeiten kann es auch sein, dass ein Umdenken deinerseits notwendig ist, um diese Lösung vor dir zu sehen. Ne, zum Beispiel, indem man ein Ziel für ein anderes Ziel aufgeben muss. Ne? Es gibt hier vielleicht wieder Ziele, die sich widersprechen. Oder dass man seine Prioritäten umdenken muss. Es lohnt sich hier auf jeden Fall, diesen Warteprozess, in dem du dich womöglich befindest, so zu nutzen, dass du eben die Situation reflektierst und die Tiefe hinter dieser Situation verstehen lernst. Und ich schau mal, auf was ich das so beziehen kann. Ja, es gibt hier eine tiefe, tiefe Einsicht, die auf dich wartet. In gewisser Hinsicht wirst du der Wirklichkeit ins Auge blicken und etwas anerkennen lernen über das Hier und Jetzt, über den Ist-Zustand, über die Realität. Und das kann natürlich einen enttäuschenden Effekt haben. Es kann aber auch etwas erleichternd sein, ne? Es kommt so ein bisschen auf die Erwartungshaltung an, mit der man hier reingeht. Aber eine Erwartung, die du gestellt hattest, mit der du in die Zeit jetzt gestartet bist, wird sich als nicht richtig herausstellen. Und es ist natürlich dann positiv, wenn es eine negative Erwartung ist, aber wenn man jetzt mit einer, ja, aber es kann natürlich auch sein, dass eine positive Erwartung sich enttäuscht.
Letztendlich wirst du aber auf dem Boden der Tatsachen ankommen und hier etwas eindeutig für dich feststellen. Und das ist eine gute Basis für alles Kommende, für alles Weitere. Gepaart ist diese Energie mit der Königin der Kelche. Und die Königin der Kelche ist auch hier eine interessante Energie. Diese Personenkarte kann auf dich verweisen und dann geht es hier um deine Selbstverwirklichung. Oder diese Karte verweist auf eine andere Person in deinem Leben, die dir aber auch sehr ähnlich ist. Und es kann auch ein Stück weit etwas von beiden sein, weil wir verwirklichen uns ja auch gerade in Bezug auf eine andere Person, ne? Also mit einem sozialen Zusammenhang. Deswegen könnte es durchaus eine Person sein, die dir dabei hilft, auch mehr du selbst zu sein, durch euer gemeinsames Interagieren. Eine Königin der Kelche kann auch eine männliche Person sein, ist auf jeden Fall eine gereifte Persönlichkeit, eine Person mit Erfahrung, Empathie, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, ne? Eine sehr spirituelle Person auch, die man auch als weise bezeichnen kann. Hier zeigt sich tendenziell eine Wasserperson, könnte sich also hier sehr gut um Skorpion, Krebs oder Fische wie du handeln. Eben eine Person, die dir sehr ähnlich ist oder eine Person, die aktuell eben sehr stark mit diesem Wasserelement korreliert. Und diese Einsicht hat etwas mit dieser Person zu tun. Entweder weil diese Person dich dazu inspiriert. Ja, oder weil eben ja diese Einsicht diese Person auch mit betrifft. Vielleicht wirst du etwas auch über dich selber einsehen lernen. Ja, gerade Fische haben ja diese besondere emotionale Tiefe, die auch nicht alle anderen Wasserzeichen so teilen. Ne? Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Merkmal. Und du weißt vielleicht sicherlich, dass das Fische-Sternzeichen im Tierkreiszeichen das letzte Zeichen ist. Sie haben also die Weisheit von allen Sternzeichen innewohnend. Ne? Und dadurch hat ein Fischemensch oft das Problem, mit dieser emotionalen Tiefe etwas alleine dazustehen. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass du für dich begreifst, wie viel starke emotionale Tiefe du hast, dass du das aber nicht von anderen Menschen in dem gleichen Maße erwarten kannst. Das ist bestimmt dann auch manchmal keine so leichte Einsicht, aber entspricht auch den Tatsachen. Und dadurch hat man natürlich Nachteile, aber auch einige Vorteile. Es ist einfach so, wie es ist. Ach, schau mal, die Königin der Kelche denkt an einen Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe. Also ich habe hier schon deutlich, also das kann für dich schon ein Skorpionmensch sein. Aber es zeichnet sich hier natürlich auch ein anderes Feuerzeichen ab. Schütze könnte es hier sein, Widder oder Löwe. Und du denkst an diesen Menschen. Vielleicht wirst du etwas Wichtiges über diesen Menschen begreifen lernen. Ich verliere gerade so ein bisschen den Faden, aber ich habe hier doch auch starke Eindrücke, dass dies doch eine sehr emotional wichtige Situation ist. Und irgendwie, mir kommt ein sehr schönes Gefühl. Deswegen verliere ich jetzt so ein bisschen rational so den Faden. Der Ritter der Stäbe muss natürlich jetzt hier nicht unbedingt ein Feuerzeichen sein, aber dieser Mensch kommt dir wie ein Feuerzeichen vor. Das ist so der springende Punkt, ne? Eine dynamische Person, eine Person, die auch zur Tat schreitet, sehr proaktiv ist, manchmal darüber auch etwas forscht und rücksichtslos sein kann, aber doch ein großes Herz hat und es nicht böse meint, sondern einfach ein bisschen, was das Emotionale betrifft, auch manchmal ein bisschen unbeholfen ist, ne? Und plump, ne? Aber doch eine sehr proaktive Person, die beherzt handelt, sehr offen und direkt die Emotionen auch zeigt. Und was entsteht da zwischen euch?
Ja, da ist eine starke Verbindung, aber in dieser nächsten Zeit habe ich den Eindruck, dass du hier ein bisschen in dieser Verbindung ein bisschen zurücktreten wirst, ein bisschen Schritt zurück machst und das alles so ein bisschen objektiver betrachten möchtest und hier wirklich ein bisschen unentschlossen bist. Du denkst viel über diese Menschen nach und hast womöglich starke Gefühle, die beruhen auf Gegenseitigkeit, aber du weißt nicht genau. Vielleicht geht es hier auch darum, einer Person eine zweite Chance zu geben oder eben die Beziehung oder die Verbindung, unabhängig davon, wie eure Verbindung ist, nochmal zu überdenken. Trittst hier auf jeden Fall einen Schritt zurück, um dir das alles von einer höheren Perspektive anzusehen und aus dieser objektiveren Blick, von diesem Blick, objektiveren Blickwinkel diese Beziehung zu überdenken. Da kommen auf jeden Fall einige Einsichten auf dich zu. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher, wohin das dann führen wird. Lieber Fisch, ich habe hier den Eindruck, dass du die Königin der Schwerter warst. Du hast irgendwie einen Schritt zur Unabhängigkeit, Selbstständigkeit gemacht. Ich sehe hier, dass du in einem Prozess bist, in dem du viel nach Unabhängigkeit, Freiheit und gedanklicher Klarheit strebst. Was war denn da in der Vergangenheit los? Also diese Feuerperson, ne, diesen Ritter der Stäbe, es kann natürlich auch eine weibliche Person sein. Also, aber ich habe den Eindruck, du hast diese Person erst kürzlich kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob euer Verhältnis wirklich romantischer Natur ist. Muss nicht unbedingt sein. Vielleicht, also man sieht hier auf jeden Fall einen geselligen Zusammenhang, der sehr positiv war, sehr viele neue Menschen, neue Kommunikationen, neue Gespräche. Du hast dich hier auch recht fallen gelassen und hast deine Unabhängigkeit gefunden. Und in dieser Zeit hast du womöglich diese Feuerperson kennengelernt oder diese Person spielte auch eine Rolle, aber gepaart noch mit anderen Menschen, ne? Mehr in einen sozialen Zusammenhang. Und aus irgendeinem Grund machst du dir über diese Person jetzt mehr Gedanken als über andere. Das war jetzt vorher nicht unbedingt so. Aber diese schöne Geselligkeit bleibt bestehen. Wird sich sogar noch weiter ausprägen. Das ist schön. Ja, hier kommen wichtige Gespräche zustande. Offenheit, Klarheit und Ehrlichkeit. Dinge kommen ans Licht. Man redet offenherzig miteinander, ne? Das schafft Vertrauen, Freundschaft. Ich sehe hier mehr Freundschaft als alles andere, aber eine Freundschaft kann ja auch zu einer Liebe werden und ist eine sehr wichtige Basis für eine Beziehung, natürlich, ne? Ich sehe hier auch mehr Menschen als zwei Menschen, ne? Also, das könnte auch eine Familie sein, aber ich denke, es ist auch ein Freundeskreis, ne? Und gerade die Zeit im Freundeskreis wirst du sehr, sehr genießen. Und darauf achten, dich darauf konzentrieren, dass man sich eine schöne Zeit macht, ne? Dass man eine schöne Zeit hat, dass man zusammen das Leben leicht nimmt und es genießt. Und da wirst du viele positive Erfahrungen sammeln. Ja, das Interessante und Schöne ist, dass diese Energie in dir selbst innewohnt, lieber Fisch, und das spiegelt sich einfach im Außen. Also du schaffst durch deine positive Emotionalität auch dir selbst diesen Zustand. Du strahlst, glaube ich, in dieser Zeit sehr viel Positivität aus und das strahlt zurück, ne? Man sieht hier deutlich, dass du bereit bist, das Leben mit anderen zu genießen, dass das dein Wunsch ist, dass es dein unterbewusstes Anliegen ist. Und das ist sehr schön, ne? Und so suchst du eben Geborgenheit, Vertrauen und
schaffst eine schöne Stimmung in geselligen Momenten. Ja, ich denke immer noch über diese Situation nach, ne? Vielleicht ist das wirklich ein, also falls das ein Ex-Partner von dir ist, hast du dich schon bereits von dieser Person distanziert und eben doch sehr positive Erfahrungen mit dem Single-Dasein gemacht, ne? Und gesehen, ach, ich habe so viele Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe Freunde, ich habe eine schöne Umgebung. Ich brauche gerade eigentlich keine Beziehung. Und dieser Mensch tritt aber zurück in dein Leben. Und ja, du überlegst jetzt eigentlich, wie du damit umgehen sollst, weil du hast womöglich noch auch Gefühle für diesen Menschen, aber du magst diese Situation, wie sie jetzt ist, genauso, ne? Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Es könnte aber auch sein, dass euer Verhältnis anders ist, dass das ein Freund ist, ne, über den du dir jetzt, oder eine Freundin, über die du dir, und über diese Person machst du dir jetzt in besonderem Maße Gedanken, aus Gründen, die ich noch nicht ganz verstehe hier. Aber gleichzeitig, ja, denkst du auch viel an dir selbst, an dich selbst. Und das ist auch gut so, ne? Möchtest hier ein bisschen Distanz auch reinbringen, weil du einfach dein eigenes Leben, so wie es ist und wie du es dir selber gestaltest, gerade sehr, sehr positiv findest. Und ja, das ist ja auch eine wunderschöne Erfahrung, die du auch natürlich genießen solltest, ne? Aha. Ein Prinz der Scheiben zeigt sich hier. Es könnte dann wiederum eine neue Person sein, der du begegnen wirst in den nächsten 2 Monaten oder wieder begegnen wirst. Diese Person kann auch mit dieser Feuerperson in Zusammenhang stehen, aber muss nicht unbedingt. Ich sehe hier und fühle auch nicht ganz den Zusammenhang, ne? Sondern habe eher den Eindruck, das ist eine andere Person. Der Prinz der Scheiben könnte eine jüngere Person sein oder eine Person, die gerade ihr jugendliches Wesen so ein bisschen mehr auslebt. Eine Erdperson, Steinbock, Stier, Jungfrau wäre hier denkbar, aber ein anderes Sternzeichen natürlich auch möglich. Vielleicht begegnest du diesen Menschen auch in einem anderen Kontext. Der Prinz der Scheiben ist auf jeden Fall recht bodenständig, eine recht genügsame, bescheidene Person, die ruhig ist, gelassen ist, introvertiert, auch manchmal schüchtern. Ne? Eine Person, die pragmatisch denkt, sich auf den Ist-Zustand konzentriert, im Hier und Jetzt lebt eine Person, die die Dinge sehr geduldig sich ansieht. Eine Person, die auch lernt, ne? Sich oft mit etwas Praktischem beschäftigt, etwas Handwerklichen, Technischen, Hauswirtschaft ist auch denkbar oder Gartenarbeit. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Der Prinz der Scheiben denkt jetzt an eine Prinzessin der Stäbe und es könnte vielleicht sein, dass ihr beide an die gleiche Person denkt, ne? Die Gründe sind dafür vielfältig. Ich sehe hier nach wie vor kein, nicht unbedingt etwas Romantisches, ne? Also das ist hier keine Dreieckssituation oder Konkurrenzsituation. Ganz im Gegenteil. Irgendwie ist es hier mehr eine Gruppendynamik. Ihr habt womöglich, ihr seid womöglich alle in einem Freundeskreis oder in einer Familiensituation. Und vielleicht hat diese Feuerperson aktuell ein Problem, ne? Und ihr beschäftigt euch beide mit diesen Menschen. Ich sehe hier, dass ihr alle ganz gut harmonisiert und zusammenarbeiten werdet und ihr alle letztendlich das gleiche Ziel verfolgt und deswegen gemeinsam eine Lösung können, führen, gemeinsam eine Lösung finden könnt und werdet, weil ihr euch letztendlich darauf verlassen könnt, dass ihr alle dasselbe wollt. Das ist ein starker Vorteil und ihr harmonisiert gut, ne? Du bist nicht alleine mit dieser Thematik und hast hier jemanden, der sich auch genauso viele Gedanken um diese Feuerperson macht, ne? Aber ich muss schon sagen, liebe
Fisch, dass dich diese Situation auch etwas erschöpfen und ermüden wird. Ja, du nimmst dich womöglich wirklich den Problem von einer Person an und das ist irgendwie auch erschöpfend. Aber denk daran, dass du nicht alleine bist und denke auch viel an dich und dein eigenes Glück. Es ist natürlich wunderschön, für Menschen da zu sein, aber anderen Menschen zu helfen, sollte auch Grenzen haben, ne? Letztendlich müssen sich Menschen lernen, auch selbst zu helfen. Und diese Feuerperson, ich bin mir sicher, die hat ganz schön viel Dynamik und ist in der Lage, sich selbst zu helfen. Wir schauen mal, lieber Fisch, wie es weitergeht. Ja, die Stabilität in dir finden. Das ist, finde ich, schön hier. Das ist dir auch wichtig. Du möchtest helfen, du möchtest aber dich auch nicht selbst aufopfern. Und du setzt hier gesunde Grenzen. Ne, das macht auch, jetzt verstehe ich auch den Eremiten. Ne? Du bist mit dir selbst im Reinen, mit dir selbst zufrieden. Und das ist einfach wirklich schön. Man sieht hier ein sehr schönes Selbstvertrauen, Gewissheit, Selbstgewissheit und Stabilität in dir wohnend. Ne? Und wenn man selbst stabil ist, kann man anderen Menschen viel besser helfen. Ne? Es ist so wichtig, gesunde Grenzen zu setzen. Das sehe ich, dass dir das gelingen wird in dieser Zeit. Je nachdem ist das einfach kein einfacher Prozess, ne? Und da werdet ihr alle an unterschiedlichen Punkten sein, wie weit fortgeschritten ihr in diesem Lernprozess seid. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Den Ritter der Schwerter. Das ist jetzt interessant. Der Ritter der Schwerter könnte jetzt hier auf den Ritter der Stäbe hindeuten. Vielleicht hast du es mit einer Person zu tun, die Wassermann ist oder Schütze. Da wäre dann halt diese Feuer-Luft, das wäre dann halt diese Feuer-Luft-Kombination. Ja, hier zeigt sich eben ein Luftzeichen. Das könnte eben Wassermann, Waage, Zwilling sein, aber eben auch, also ich einen Bezug haben zu diesem Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Schwerter hat jetzt entweder, also hat hier eine wichtige Rolle in deinem Sozialleben. Das sieht man hier. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Ja, der Ritter der Schwerter hat schon mit sich gerade zu kämpfen. Ne? Ich denke schon. Also, dass das hier diese Feuerperson ist, über die ihr beide euch Gedanken macht. Und ja, dieser Mensch hat mit sich zu kämpfen. Also es sind finanzielle Probleme. Das könnte sehr gut sein. Es könnte sein, dass dieser Mensch irgendwie einen Verlust erfahren hat. Ja, also der Ritter der Schwerter hat hier schon nur mit Verlustängsten zu kämpfen. Vielleicht verändert sich auch im Leben dieses Menschen etwas und dieser Mensch hat irgendwie Probleme von Loslassen. Ne? Also kommt mit dieser Veränderung nicht ganz zurecht und hat einfach die Sorge, vieles zu verlieren, mehr zu verlieren als zu gewinnen. Also da gibt es hier schon so eine gewisse Traurigkeit, ne? Und eine Sorge, eine Angst. Wie das jetzt so konkret sich darstellt, ist sehr schwer abzuschätzen. Wir sind ja in der allgemeinen Legungen, ne? Es kann sehr vielfältig sein. Aber solche Probleme zeigen sich, ne? Es hat etwas mit Verlust zu tun. Und das Positive ist allerdings, ne? Hier mit dem Kaiser sehe ich, dass dieser Mensch letztendlich seine Probleme proaktiv angehen wird. Ne? Du kannst hier darauf vertrauen, dass dieser Mensch in die richtige Spur kommen wird, anfangen wird, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und an seine Situation anzupacken. Ne? Manche Dinge brauchen auch ein bisschen Zeit
Und diese Karte bestätigt hier sehr die vier der Stäbe. Es kann wirklich sein, also hier bei den Prinz der Scheiben, dass gerade eine Zusammenarbeit oder ein gemeinsamer Austausch hier wirklich von Vorteil sein wird und diesen Menschen dabei hilft, ja, zu erkennen, was jetzt als nächstes getan werden muss, ne? Und was als nächster Schritt wichtig ist, welche praktischen Dinge dieser Mensch machen kann, um seine Situation zu verbessern. Hier entsteht dann auch Optimismus, ne? Und wieder neues Selbstvertrauen und Stärkung. Und das sehe ich bei euch allen auch. Also diesen Menschen dabei zu helfen, in die richtige Spur zu kommen, wird auch euch ein sehr gutes Gefühl geben, ne? Du kannst dich hier sehr gut abgrenzen. Du hast eine gesunde Abgrenzung zu dieser Thematik, ne? Und das ist gut. Das hilft. Also das ist eine sehr begünstigte Situation, dass man letztendlich diese Problematik in den Griff bekommt, auch wenn du am Anfang dieses Zeitraumes wahrscheinlich gar nicht richtig damit rechnest, ne? Aber die Zeichen sehen recht gut aus, dass der Verlauf positiv sich gestaltet und diesbezüglich solltest du Optimismus haben, ne? Ja. Ja, du möchtest auch wirklich hier eine gemeinsame Lösung schaffen. Das ist dir wichtig daran, ne? Das ist dir wirklich wichtig und das ist schön. Du bringst hier sehr viel Verständnis und Empathie mit rein, ohne dass du hier dich selbst aufopferst. Und das ist ganz, ganz wichtig, hier eine Waage dazwischen zu finden, zwischen ja, deinen eigenen Interessen und ja, die Interessen der anderen, ne? Das wird hier sehr wichtig, dich sein. Und ich denke, du hast auch den Wunsch und die Absicht hier, ja, das auch gut, ja, gut in Einklang zu bringen. Das zeigt eben auch der Eremit. Es geht hier viel darum, dass ihr alle, jeder Einzelne für sich in dieser Dynamik, die eigene Verantwortung erkennt und diese auch wahrnimmt, ne? Ja, schau mal, mit den Ast der Scheiben sehe ich eine neue Aussicht, eine neue Möglichkeit, eine neue Stabilität, die daraus entstehen wird. Das ist wirklich interessant. Dieses Ast der Scheiben ist etwas, was du am Anfang der Woche vielleicht gar nicht richtig oder am Anfang der 2 Wochen an diesem Zeitraum nicht richtig erkennen kannst, aber das wird daraus entstehen, eine neue Möglichkeit, eine neue Aussicht auf eine gemeinsame Stabilität. Und das kann natürlich vieles bedeuten, aber oft hat eigentlich das Ast der Scheiben mit etwas Finanziellem zu tun. Ein neues Jobangebot, eine neue berufliche Möglichkeit, die du dann erkennst, die daraus erwachsen wird. Aber manchmal hat diese Karte auch etwas mit privater Stabilität zu tun. Eine neue Beziehung, eine neue familiäre Konstellation, vielleicht auch eine neue Wohnung, ne? Also es könnte vielleicht sein, auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, dass ihr entschließt, dass ihr alle zusammenziehen wollt, zum Beispiel, ne? Oder vielleicht wollt ihr alle zusammen ein gemeinsames berufliches Konzept, berufliches Projekt umsetzen oder etwas Kreatives. Es verspricht auf jeden Fall auch viel Stabilität und vielleicht neue Finanzquellen auch. Neue finanzielle Möglichkeiten für euch. Ja, interessant. Und du rechnest womöglich nicht, worum es hier bei den Ast der Scheiben geht, wird erst im Laufe dieser 2 Wochen dir richtig klar werden. Also es wird womöglich besser laufen, als du es denkst. Eine gewaltige Veränderung. Bäm. Spannend, ja, kein Wunder, lieber Fisch, dass du dich nicht recht entscheiden kannst. Aber es hängt auch nicht allein von dir ab, ne? Also jeder Akteur in dieser Dynamik, und es können auch mehr als 3 Personen sein, ist entscheidend und ist wichtig. Und das hast du nicht in deiner Hand, ne? Das weißt du auch. Und hier ist es sehr wichtig,
sich der eigenen Verantwortung bewusst zu sein. Nämlich allein das hat man selbst in der Hand. Aber so tendenziell sieht mir das hier sehr vielversprechend und gut aus. Das ist wirklich interessant. Also da bin ich sehr gespannt, lieber Fisch, was sich da in deinem Leben tun wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg, viel, viel Glück und auch natürlich viel Liebe. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.